Ey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Wir können ein bisschen näher an die Kamera gehen, damit wir uns auch noch besser sehen. Hast du nicht schon so bei einem neuen Video? Ja, aber das sage ich mir, weil das ist grammatikalisch nicht korrekt. Ich habe heute einen Gast bei mir. Einmal Selina, die steht neben mir, Zettlina. Hallo. Hinter der Kamera haben wir noch Marie, die macht gerade die Kamera. Danke, dass du filmst. Machst du super. Gleich darf man dich auch mal im Video sehen. Danke. Okay. Und zwar starten wir heute rein in meinen praktisch ersten Part vom neuen Format. Oh, das hat sich sogar gereimt. Ah, cool. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich wollte nämlich auch wieder mehr Essens-Content machen. Habe ich früher nämlich auch sehr viel gemacht. Viele Leute schreiben auch, Alex, wann kommt mal wieder was mit Essen? Und deswegen machen wir heute was. Cool. Ich erkläre euch ganz kurz das Format. Es ist ja so, dass man als Influencer trotzdem oft aktuell noch die Möglichkeit hat, mal irgendwo hinzufahren. Sei es jetzt, weil man dort irgendwas drehen muss oder auch einfach, weil man dann selbstständig ist und vielleicht dort, sagen wir mal, man hat dort irgendwo einen Termin. So, wir gehen jetzt mal davon aus, ich bin demnächst auf jeden Fall noch oft in Köln, Düsseldorf, vielleicht auch mal in Hamburg und Berlin oder auch München. So, und deswegen dachte ich mir, wir machen das so, dass wir dort immer die besten Essen testen von Lieferando. Das habe ich damals schon oft gemacht, als ich in Köln gewohnt habe. Da habe ich so, ich teste das Beste von blablabla bla bla gemacht, ne? Und das ist die Idee vom neuen Format. Wir starten heute hier in meiner Hometown. Ja, hier gibt es auch einige Restaurants. Und Selina und Marie sind heute dabei und dürfen mittesten. Wir suchen uns jetzt was Leckeres aus und probieren das dann mal. Mhm. Ja, ihr habt es ja verstanden, worum es geht. Wir gehen jetzt einfach mal an sich auf Lieferando. Ich bin jetzt übrigens auch dabei, Leute. Hi. Genau, stellt euch das so vor, ich bin dann demnächst mal in einer anderen Stadt und suche dann das beste Restaurant raus. Natürlich gibt es verschiedene, wahrscheinlich die 5 von 5 Sterne haben. Deswegen nehme ich dann immer die, die 5 von 5 Sterne haben und die meisten Bewertungen. Das okay. Ist ja dann das Beste, ne? Ja. Hier haben wir jetzt einmal das hier, das heißt Ristorante Pizzeria Little Italy. Ich muss sagen, es ist lang, italienisch finde ich schon fast ein bisschen langweilig, aber muss halt auch vielleicht mal sein. Ja. Haben 324 Bewertungen, dann Ristorante Pizzeria Roma, auch sehr lecker, glaube ich, habe ich noch nie probiert. So, dann haben wir noch Romeos Pizzeria. 50 Euro muss man da bestellen. Aber die haben 702 5-Sterne-Bewertungen sozusagen fast. Wie teuer sind die Gerichte? Weil ist das jetzt sowas voll teures? Oh ja, da müssten wir schon ziemlich viel bestellen, weil es ist, glaube ich, nicht so teuer. Stimmt, das geht. Ich würde sagen, ihr dürft anfangen, ihr sucht doch einfach raus, was ihr haben wollt und dann kommen wir schon irgendwie auf 50 Euro. Mhm. Okay. Man muss leider auch sagen, hier auf dem Dorf gibt es nicht so viel, ne? Also in Hamburg oder Köln hätte ich da schon deutlich größere Auswahl. Kannst du ja demnächst mal bei mir in der Hometown machen. Ja. Wobei, bei dir gibt es, glaube ich, gar nichts Geiles, oder? Auf Lieferando. Ja. Doch. Ja. Wollt ihr Pizza? Also, jeder darf das bestellen, was er will. Egal wie teuer. Ne? Das ist ganz wichtig. Und wir müssen auch ein breit gefächertes Sortiment haben. Gibt es da Trüffelnudeln? Leute, wir sehen uns gleich wieder. Wir machen Schnelldurchlauf, bestellen das und dann zeigen wir euch, was wir bestellt haben. Bis gleich. Bah, hier gibt es einfach Pizza Hotdog mit Würstchen, dänischen Gurken, dänischer Remoulade. Obwohl, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Pizza Hotdog? Pizza Hotdog, habe ich noch nie gewahrt. Da. Hä? Also das ist eine Pizza und dann ist da so Hotdog drauf. Ja, aber wahrscheinlich nur die, also nur Wurst halt. Super. Wobei früher habe ich auch gerne so, wenn man so Pizza selber belegen durfte, so diese Maika Mini-Würstchen draufgelegt. Aber schon ein bisschen ekelhaft. Willst du die haben vielleicht noch? Nee. Aber du bestellst sie trotzdem. Na, ja, okay, man muss es sich angucken, dann bestelle ich die mal. Oh. Wir haben jetzt Folgendes bestellt, ne? Also insgesamt für 52,10 Euro, schon ein bisschen viel, oder? Schaffen wir das alles? Sonst morgen auch noch, ne? Zum Frühstück. Okay, einmal Penne Pollo, hast du bestellt? Mhm. Dann haben wir Pasta al Arrabbiata, Buffalo Chicken Wings, Country Potatoes. Natürlich, man muss sagen, das ist eher, bevor jetzt Leute kritisieren, das ist eher ein Italiener. Man sollte ja dort auch dann eigentlich nur italienische Sachen bestellen. Aber ich finde, so ausgefallene Sachen bieten die auch an, habe ich zum Beispiel noch nie gehört, Nutella-Taschen oder auch hier unten hatten wir Brokkoli-Cheese-Nuggets. Kann man ja dann auch mal probieren, ne? Ja. Ich meine, wenn die 5 Sterne haben, muss das ja lecker sein. Aber das wird so geil gleich, wenn das ganze Essen auf dem Tisch steht und wir einfach alles essen. Genau, dann haben wir noch Muffin Schoko, Country Potatoes da oben, Muffin Blueberry, Pizza Hot Dog, da freue ich mich schon sehr drauf, Pizza Rucola, Brokkoli-Cheese-Nuggets hatten wir schon und ja, das war's eigentlich und ein bisschen was zu trinken. 52,10 Euro, ich bestelle dann mal. Ja. 2000 Jahre später. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange aufs Essen gewartet. Wir sind alle verhungert und drunk. Auf jeden Fall, wie lange haben wir gewartet? 2,5 Stunden ohne Scheiß. Ja. Auf jeden Fall über 2 Stunden und da stand 40 Minuten. Mhm. Die Cola gab es sogar umsonst gratis dazu. Oh, wow. Jetzt machen wir Mukbang, genau. Mukbang. Besser Mukbang als Gangbang, oder? Okay, das weiß ich. Das war gut.
Wer hat denn was jetzt gemacht? Mach einfach alles auf und stellst irgendwie hin. Sind da Zwiebeln? Das ist die Currywurst, oder was ist das? Ach, die Pizza Hotdog. Geil. Leute, das ist Pizza Hotdog. Hier haben wir einmal Chicken Wings, pikant. Geil. Ja. Geil. Die sieht aber auch schön aus. Dann haben wir hier noch irgendwelche Chili Crackers. Chili? Chili. Käse? Käse. Cheese heißt das? Nein, das war Käse Brokkoli. Käse Brokkoli? Oder? Wie heißt? Das sind diese Nutella-Dinger, oder? Mashallah. Ist da Nutella drin? Geil. Alter. Und dann haben wir hier noch die Soßen. Let's go, dann gönnt euch mal. Wie viel Alkohol ist das? Voll Knobi, Alter. Einmal kurz. Also hier auf dieser Pizza ist auf jeden Fall ziemlich viel. Diese Pizza sieht so schön aus, ne? Oh, Entschuldigung. Wenn das lecker ist, warum nicht, ne? Und hier, das ist sehr Knobi-haltig, aber auch eigentlich ganz lecker. Das schmeckt schon sehr geil. Das ist ja so mäßig Pommes und die sind nach Lieferung immer noch warm. Und auch knusprig so mäßig. Die sind nicht so labbrig. Aber diese Hotdog-Pizza, die müssen wir unbedingt gleich alle probieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Pizza feiere ich null. Die ist zu schmierig, ne? Also die schmeckt auch nicht gut. Die ist so irgendwie, weiß nicht, das passt nicht zusammen. Das schmeckt wie ein schlechter Salat auf einer Pizza. Ja. Weißt du, also ein schlechter Mozzarella-Salat. Die Chicken Wings sind in Ordnung. So, Mukbang. Dann stell mal ein paar Fragen und wir beantworten die jetzt. Muss man das machen beim Mukbang? Keine Ahnung, wir machen das jetzt einfach. Ja. Aber an sich, bei mir im Video geht es ja ums Essen. Mhm. Ne? Und nicht um irgendwelche Fragen. Ich warte mich jetzt mal hier an die Hotdog-Pizza ran. Riecht schon nach Hotdog, ne? Ja. Oh. Oh. Eins, zwei, drei. Bah. Mhm. Nicht meins, ne? Mhm. Boah, das ist echt nicht gut. Also das war eine schlechte Idee mit der Hotdog-Pizza. Also ich muss sagen, so richtig krass lecker. Sorry, aber ist irgendwie nicht so mein Fall. Willst du das mal probieren? Ja. Echt gut. Ja, das ist gut. Das ist bis jetzt das Beste von allen. Und die hier sind auch in Ordnung, diese Cheese Crackers. Also ich finde, die Pizzen sehen sehr, sehr schön aus, sehr kreativ, aber geschmacklich ist das schmeckt wirklich jetzt nicht so geil. Aber trotzdem interessant, dass die 5 von 5 Sterne haben, ne? Ja. Man muss dazu sagen, heute ist der 1. Mai, Feiertag. Und die hatten wohl sehr viel zu tun, deswegen auch die krasse Verspätung. Nur wenn ich bei 5 von 5 Sterne bestelle, denke ich mir auch so, das wird auf jeden Fall echt krass lecker. Oh, ey. Mein Mund verbrennt. Irgendwie überfordert mich das, wenn man so viele Sachen da stehen hat, ne? Mhm. Aber ich hätte dem Ganzen jetzt nicht 5 Sterne gegeben, um ehrlich zu sein. Diese Nudeln sind richtig lecker. Das muss ich auch einmal probieren. Aber der Rest ist so bis jetzt so semi, ne? Das muss ich auch mal probieren, bitte. Mhm. Das ist lecker. Mhm. Leute, wir kommen jetzt zum absoluten Finale, weswegen dieses Restaurant auch 5 von 5 Sterne hat, ne? Und zwar der Nachtisch. Der Nachtisch. Dann haben wir hier noch 2 Muffins oder so. Muffins, ja. Leute, was geht? Ganz kurz. Und zwar muss ich mich einmal entschuldigen bei Marie, weil es echt manchmal so wirkt, als würde ich überhaupt nicht auf sie eingehen. Das liegt auch daran, ich habe dieses Video nicht selber geschnitten. Also manchmal ist es halt, keine Ahnung, daher habe ich bestimmt was gesagt, aber es wurde halt rausgeschnitten. Also es war überhaupt nicht meine Absicht. Klar, wir saßen ein bisschen gestaffelt und die Kamera stand da. Von daher habe ich eher immer dann zu Selina geguckt. Bevor ich jetzt halt von euch Ärger bekomme, wollte ich mich dafür einmal entschuldigen. Und beim nächsten Mal achte ich darauf, dass es nicht so passiert. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Nutella-Taschen für 4,50 Euro. Die kann man so auch so nice dann aufbrechen und sieht dann, wie die Nutella hier noch so leicht drin verläuft. Ich fühle es irgendwie nicht. Nee, ich auch nicht. Aber du darfst trotzdem probieren. Ja, das ist ganz lecker. Aber es ist halt super easy, ne? Warum? Einfach nur Pizzateig. Ja, das stimmt. Nutella drin. Ich hätte immer lieber Blätterteig genommen. Das ist ein bisschen hart, der Teig, ne? Mhm. Also nicht hart, aber so ein bisschen zäh. Ist halt Pizzateig, aber trotzdem lecker. Ja, lecker. Das stimmt. Darum geht's ja auch. Und die Kreativität, das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen, bei einer Pizzeria Nutella-Taschen, dass man die bei Lieferando bestellen kann. Das war mir neu. Leute, jetzt schauen wir mal hier in den Muffin rein. Was erwartest du da jetzt? Dass da irgendwas rausspringt oder so? Ich dachte, da wäre eine Füllung drin. Ist ja gar nicht. Nee. Und rein damit. 1,70 dafür. Ja. Alter, ganz schön fluffig, ich, ne? Weiß nicht, da fehlt ein bisschen mir der Geschmack. Das schmeckt, mag ich nicht. Ich mag keinen Blaubeermuffin. Boah, ne. Das suchen wir mal das Gleiche. Boah, Alter, das sieht ja aus wie auf dem Schlachtfeld. Also, das werden wir morgen alles noch aufessen. Die wird nicht weggeschmissen. Außer die Hotdog-Pizza, die kannst du nicht feiern. Die kann halt echt keiner essen. Leute, also ich muss sagen, wir müssen berücksichtigen, wir sind hier auf dem Land, hier gibt es nicht so viel, deswegen, wenn das nächste Video aus Köln, Düsseldorf, Hamburg, wo auch immer kommt, das wird richtig nices Essen werden, also so krasses Essen, wirklich, glaube ich. Das war jetzt hier so eher so ein bisschen auch 0815, bis auf die Nutella-Taschen und die Brokkoli-Chili-Cheese-Snackers. Für mich wäre das jetzt halt safe, keine 5 von 5 Sterne, trotzdem in Ordnung. Mhm. Ja, also ich will jetzt nicht meckern, ist auch meckern auf hohem Niveau. Wir sind satt, das ist das Wichtigste. Genau. Leute, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt ja mal super gern weitere Städte
wo ich das machen soll, in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich dann einfach das, was die meisten Likes hat. Checkt auch Selinas Video ab, da haben wir auch ein Video gedreht, ne? Ja, sehr gut war das. Und Marie und Selina auch auf Instagram hier verlinkt. Leute, haut rein, ciao.